Wir waren mit dem Fahrrad unterwegs und dann sind wir am Neckar entlang gefahren und dann war, wie gesagt, haben wir Hilferufe gehört und sind dann schnell runter, haben klären oder wissen wollen, was ist und ja, haben dann ziemlich zeitnah einen Notruf geholt, angerufen. Da waren dann drei Personen und letztendlich haben die versucht, sich selbstständig zu befreien und wie auch immer und haben es dann nicht geschafft und nachdem sie es nicht geschafft haben, haben wir dann angerufen und Hilfe gerufen. Die Polizei war dann direkt da, im nächsten Schritt kam die Feuerwehr und dann auch das DLRG war direkt auch sofort da und ja, am Ende konnten wir jetzt alle ganz gut, ging alles glücklich aus. War ein bisschen spannend, ob wir selber sogar helfen können oder was machen sollen und ob wir dann gleich Notruf rufen sollen oder nicht und vor allem auch, haben die zuerst gesagt, nicht anrufen, dann doch anrufen und ja, am Ende haben wir dann angerufen gleich und ja, war doch so besser, keine Gefahr für alle und haben uns selber auch nicht in Gefahr gebracht. Thema war wirklich viel Wasser einfach da und waren selber überrascht, dass es einfach keinen Ausweg dafür gab. Also die haben wirklich mit viel Kraft versucht rauszukommen, aber leider ohne Erfolg. Und von dem her haben wir gesehen, wir müssen externe Hilfe holen. Also wir sind hier in Wendlingen am Neckar und wir sind gemeinsam mit der Feuerwehr und der Polizei zu Personen im Wasser alarmiert worden. Es kam dann parallel die Meldung, dass es drei Personen in einem Schlauchboot sind und die auf dem Neckar festhängen und nicht mehr ins Ufer kommen. Ja, die Schwierigkeit ist halt die Strömung in dem Fall und diese Walze. Und wir versuchen möglichst sicher an die Personen ranzukommen und die Eigengefährdung gering zu halten. In dem Fall war es auch nicht so kritisch, weil die Personen im Schlauchboot trieben, sodass wir parallel mit Sicherung nach unten und mehreren Maßnahmen versucht haben, in Ruhe an die Personen zu kommen. Ja, also einmal haben wir von oben die Strömungsretter eingesetzt. Das entspricht ungefähr dem modernen Rettungsschwimmer, die speziell für schnell fließende Gewässer ausgebildet worden sind. Das kommt ursprünglich aus Amerika und kam eigentlich über den Katastrophenschutz zu uns. Und wir setzen die immer ein, wenn es um den schwimmerischen Einsatz geht. Parallel dazu haben wir von unten ein Boot eingesetzt, das versucht hat, von unten ranzukommen. Wir haben zum einen versucht, den Personen Schwimmwesten zuzukommen lassen, da wir auch immer versuchen, die Sicherheit höher zu kriegen. In dem Fall hatten sie leider keine Schwimmwesten an. Das haben die Strömungsretter von oben gemacht und das Boot ist von unten hergefahren und hat dann eine Leine zugeworfen und das Boot aus der Walze gezogen. Die Personen sind jetzt unverletzt mit ihrem Schlauchboot ans Ufer gebracht worden, sind dort dem Notarzt und Rettungsdienst übergeben worden, sodass wir die einfach durchchecken lassen müssen. Das Schlauchboot war auch mit Wasser gefüllt schon, sodass man einfach sagen muss, die sind eine Weile drinnen und durch die Unterkühlung einfach den Stressfaktor. An dieser Stelle ist eher ein typischer Einsatz. Wir fahren sehr viele Kanufahrer, die natürlich auch über entsprechende Erfahrung zurückgreifen können und hier dann öfters auch fahren, vor allem wenn es mehr Wasser hat. In dem Fall war es leider nicht so, dass es erfahrene Leute sind, sodass leider das Ganze so ausgegangen ist, aber im Ende dann positiv. Wir haben hier einen sehr geraden Verlauf des Neckars, der dann auch entsprechende Fließgeschwindigkeit hat. Und um die Fließgeschwindigkeit zu verringern, mehr Sauerstoff ins Wasser zu kriegen, hat man diese kleinen Stauhaltungen hier aufgeschüttet. Und da bilden sich halt diese Walzen, die überhaupt nicht berechenbar sind. Das Wasser hier variiert sehr stark, sodass die Strömung sich in 10 Minuten ganz anders verhalten kann. Also die DLRG war mit 7 Fahrzeugen und knapp 20 Personen da, plus die Feuerwehr Wendlingen und der Rettungsdienst mit 2 RTWs und einem Notarzt plus Orgel.